Und ich dachte, sie probiert es jetzt wirklich schon mal gleich aus in einer weiteren Cutscene. Sonst geht's dir noch gut, ja? Gut. Ich kann die Jägerbande jagen. Prüfung der großen Fee wird verfügbar, aha. Sag das doch, bevor ich mein ganzes Geld rausschmeiße. Oh, Links-Spezialangriffsleiste. Neues Rezept. Die Fee hier ist aber noch nicht freigeschaltet. Okay, wo fangen wir da an? Shiga-Sender-Suchfunktion erweitert, Kryo-Modell schneller einsatzbar. Ah! Warte mal, kann ich hier unseren Händler freischalten? Den Garakambo-Angriff für Daruk ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Feuer-Spezialtraining. Längere Kombo-Angriffe für Maronus. Löse alle Probleme der Bewohner der Hebra-Region für eine Welt, in der jeder sorgenlos leben kann. Dafür kriege ich dann erst die. Aber gut zu wissen. Wir stellen mal diesen Pilzspießteller her. Versuch und Irrtum erfand die Köchin ein neues Pilzrezept. Sie gab dir eines von ihren Rezepten zum Dank, also probiere es doch einmal aus. Lecker. Natürlich wieder vergessen zu dingsen, was, aber ja. Das ist ein Spezialtraining. Würde das hier auch erhöhen? Haben wir überall so eine Sterne? Löse alle Probleme der Bewohner der Eldin-Region für eine Welt, in der jeder sorglos leben kann. Bloß keine heißen Füße. Daruk möchte eine einmalige Mutprobe versuchen, die noch niemandem gelang, auf kochender Lava stehen. Hilf ihm bei der Vorbereitung, damit er erfolgreich ist. Ja, also theoretisch ist das ja kein Problem, weil man ja eigentlich nicht untergeht in Lava. Praktisch gibt's auf YouTube Videos, wo du dir angucken kannst, was passiert, wenn man einen Eiswürfel auf Lava legt, beziehungsweise Lava auf Eis. Es ist herrlich. Und mit einem Menschen würde im Prinzip das gleiche passieren. Der würde einfach auf der Lava rumzischen, weil er halt quasi vaporisiert, während er das Zeug berührt. Herrlich. Ich platze vor Energie! Mal abgesehen davon, dass du sowieso schon verbrennst, bevor du überhaupt in die Nähe von dem Zeug kommst. Aber egal. Bloß keine heißen Füße. Bestens vorbereitet stellte sich Daruk der Herausforderung, bestand sie entgegen aller Erwartungen. Yay! Dank des neu gewonnenen Selbstvertrauens entwickelte er seine neue Technik weiter. Also ja. Ich weiß gar nicht, woher ich die Wörter nehme, die da. Egal. Yay! Okay, und was ist jetzt hier los? Wir haben also mittlerweile ein Endgoal. Klein aber oho.
Der Ausbilder am Hyrule-Manöverplatz möchte erforschen, wie man kleine Monster bekämpft und sammelt Materialien. Gib ihm die Materialien, die er für sein Projekt braucht. Rabatt auf Manöverplatz. Bitte, hier. Tja, das war eine reife Leistung. Nach sorgfältiger Erforschung der Materialien erfand der Ausbilder eine revolutionäre neue Technik im Kampf gegen kleine Monster. Er wird sie umgehend dem Trainingsplan hinzufügen. Wo ist euer Stern? Zeug. Es gibt kein schlechtes Klima. Eine Händlervereinigung bereist den Westen Hyrules, um mit den Gütern jener Region zu handeln. Hilf ihnen bei den Vorbereitungen für jedes Klima gewappnet zu sein. Rabatt ist immer ganz interessant, ja. Du hast es geschafft! Hitze, Kälte, Blitze. Die Händlergilde ist nun auf alles vorbereitet. Ihre harte Arbeit wird sicherlich Wohlstand in jede der Regionen bringen. Schlachtinfos, Krog-Information. Ein exzentrischer Krog. Du hörst von einem Krog, der eine Blume möchte, die von Schmetterlingen umflattert wird. Er weiß alles über seine Freunde, also könnte er dir viel erzählen, wenn du ihm Schmetterlinge bringst. Der Kroger hielt seine Blume, die von Schmetterlingen und Flatter blüht. Um den Gefallen zu erwidern, erzählt er dir von einem Krog versteckt, das niemand sonst kennt. Okay, und das ist jetzt einfach so. Guck mal, da ist ein Krog, wird da angezeigt. Wo waren wir denn gerade? Wir waren gerade in Akala hier, ne? 2 von 5. Verstehe. Also wer Krog sammeln geht, der kann jetzt im Prinzip anhand dieser Dinger sehen, wie viele einem da fehlen. Nützlich. Ich meine, theoretisch komplett überflüssig, aber nützlich. Kann man machen, will ich damit sagen. Jetzt müsste ich Wächter vernichten, glaube ich. Ich finde es lustig, dass hier auf Eventide Island irgendwie nichts los ist. Ah, ich mal Saphire nicht benutzt und ich springe gerade wirklich nur von Ding zu Ding, ich weiß. Explosives Temperament. Ein Forscher am Königlichen Institut erforscht die Sprengkraft von Bomben. Er braucht Wächterteile als Referenzmaterial, um die Bomben zu verstärken. Okay. Alle Achtung! Obwohl es noch viel herauszufinden gibt, wie das Bombenmodul funktioniert, können deine Bomben verstärkt werden, nachdem du Referenzmaterial übergeben hast. Gut. Die Abklingzeiten von diesen Dingern niedrig zu halten, ist sowieso, finde ich gut. Denn. Impa ist ungewöhnlich bedrückt. Die Forscher vom Königlichen Institut machen keinen Fortschritt und scheinen frustriert zu sein. Finde etwas, das sie auf andere Gedanken bringt. Gras und Schmetterlinge. Ich habe es geschafft! Im gesamten Institut duftet es nur nach Kräutern. Die Nerven der Forscher sind beruhigt. Auch die Forschung nimmt wieder Fahrt auf und soll schon bald Ergebnisse zeigen. Der verborgene Nutzen von Fröschen. Da fällt mir wieder diese eine Szene ein. Oh, hey, guck mal hier. Die sind schon lange als Delikatesse begehrt. Jetzt hat sich herausgestellt, dass sie Wirkstoffe enthalten, die die Leistungsfähigkeit erhöhen.
Ich erforsche gerade ihre Wirkung und ein paar Freiwillige im Schloss helfen mir dabei. Aber jemand mit deinen außerordentlichen Fähigkeiten fehlt mir noch. So jemanden brauche ich noch als Versuchskaninchen. Lassen wir das. Du sollst mit der Erforschung von Fröschen helfen, eines von Zeldas Projekten. Ja. Da sie dafür eine ganze Menge Frösche benötigt, solltest du losgehen und welche fangen. Ach, das kriegt sie selber ganz gut hin. Aber war das da? Ich glaube, es war ein bisschen weiter südlich, die Cutscene. Du hast dem Institut eine große Anzahl Frösche überbracht. Mit so viel Hilfe sollte die Forschung über die Eigenschaft von Fröschen viel schneller voranschreiten. Yay, endlich. Nee, die Froschforschung war... Warte, wo ist... Hier ist der Heilersee. Die war, glaube ich, in etwa hier so irgendwo. Mit diesem wirklich... Dieses Rangekrabbel von ihr auf den Beinen, das ist... Also auf den Knien, dieses Ranrutschen, das ist einfach nur putzig ohne Ende. Auskundschaftung bei Gewitter. Urbosa erfährt, dass eine Monsterhorde auf dem Donnerplateau erschienen ist und möchte mehr herausfinden. Bringe ihr Materialien, damit sie sich vor den Augen der Feinde verbergen kann. Du willst mich Pilzen und Forellen einschmieren? Okay. Nicht übel. Den von Urbosa gesammelten Informationen zufolge gab es unerwartet wenig Monster. Vielleicht hatte der Augenzeuge... die von Blitzen erzeugten Schatten mit Monstern verwechselt. Solange es dir jetzt besser geht. Kann ich irgendwas für Revali tun? Ich will was für Revali tun. Was? Der hat schon genug? Nein. Never. Ja, richtig, Link hat wieder einen Haufenweise unnützen Blödsinn. Anti-Schock-Maßnahmen. Als die Forscher erkennen, dass Experimente zur Verstärkung des Magnetmoduls das Risiko von Elektroschocks mit sich bringen, verlässt sie der Mut. Hilf ihnen, ihre Ängste zu bändigen. Prima! Gut gemacht! Das Risiko der Elektroschocks wurde gebannt und die Forscher konnten ihr Experiment weiterführen. Dieses stellte sich als Erfolg heraus und das Magnetmodul konnte enorm verstärkt werden. Ja, rundum Aufrüstung, ich meine. Aber wenn ich schon mal bei dem ganzen Kram bin, kann ich eigentlich auch das Suchmodul ausbauen. Kann ich das ausbauen? Ja. Eine Forscherin mit Kohldampf. Eine neue Forscherin ist sehr clever, hat jedoch einen ungezügelten Appetit und sagt, dass sie hungrig nicht arbeiten kann. Bereite Essen zu, das den Hunger der Forscherin stillen kann. Zufrieden hat die Forscherin ihren Teller geleert und stürzt sich wieder in ihre Forschung. Und endlich scheint sie eine Methode gefunden zu haben, den Chica-Sensor noch zu verstärken. Wie auch immer. Die Suchfunktion wurde erweitert. Ja, aber inwiefern soll mir das sagen? Was? Ach so, ich kann einmal mehr suchen, ich verstehe. Zwei Frostlinge. Lass mich raten. Frostlinge kriegen wir doch hier hinten beim Schneetraining. Ei, mehr als genug. Aber zieh dir das mal rein. Wir haben hier gerade mal 27%. Inneres Hyrule für ganz Hyrule. Wir haben vom ganzen Spiel 25%. Ein Viertel ist rum. Kannst dir ausrechnen, wie lange das alles noch geht. Okay, da fehlen uns Octoballons. Da fehlt uns Saphire. Hilfe für den Atheno-Bauernhof. Obwohl die Mittel des Atheno-Bauernhofs begrenzt sind, wollen die Inhaber nur den besten Weizen verwenden, vom Tierfutter bis zum Mahlzeiten der Arbeiter. Weizen wächst in Tabanta, doch...
doch was. Ich bin nun stärker. Der hochwertige Weizen aus Tabanta wurde auf dem Atheno-Bauernhof hochgelobt. Verträge wurden aufgesetzt und nun verbinden die beiden Dörfer etwas, das die große Distanz überwindet. Okay. Zweite Leiste für Impa. Impa Limpa. Wie viel Fleisch fehlt mir? 4 Fleisch fehlt mir. Die Dinger hingegen, das kann lustig werden. Ich setze sie mal auf die Suchliste. Ja, that is what I thought. Kunst der Schatzjäger. Die Schatzjäger, die sich in den Ruinen verstecken, scheinen den Trick für den Kampf mit Monstern zu kennen. Ein Trick. Sie verraten ihn dir, wenn du ihnen etwas gibst, das bei ihrer Ruinenerkundung hilft. Fittling, Fittkröte und Hinoxherz, okay. Unter den Schatzsuchern war ein Kämpfer, der den Zweihänder gemeistert hat. Zum Dank für die Vorräte zeigt er dir einige Tricks mit dieser Waffe. Wie viel Kohle haben wir denn? Wenn ich mal Dö fragen darf. Ah ja. Ja. Gib mir mal Schlachtinfos. Hier soll ich also. Okay, hier kriegt man also eventuell Wächterteile her, nehme ich an, so das heißt. Was? Mir fehlen Fledermausflügel? Ist das dein Ernst? Irgendwas sträubt sich in mir dagegen, für Marolos Updates zu kaufen. Aber ich schätze mal, ich werde nicht darum herumkommen. Ach du Kacke. Ja gut. Von diesen Regi-Dingern da, von diesen Rocks. Bokoblin-Horn, ja gut. Die werden wir nebenbei einfach so bekommen, nehme ich mal an. Da hätte ich vorhin einfach nicht alle für das geschliffene Schwert rausschmeißen sollen und schon hätte das funktioniert. Okay, bevor ich mich entscheide, wo ich jetzt weiter kabbel, werde ich mal kurz in die Optionen gucken. Wunderbares Bild. Warte mal, was? Ich kann die Beschreibung ausblenden? Das heißt, ich kann mir nur die Bilder angucken? Feature, Leute. Feature. Die kommen sogar in den Vordergrund. Sofern das möglich ist. Was, schon fast 20 Stunden. Also kriegen wir in etwa 80 Stunden Spielzeit hin. Gegen Ende wird es ein bisschen schwerer, 100 Stunden. Also 400 Folgen. Ich hoffe mal nicht. Steht hier irgendwo eine Prozentzahl vom gesamten Spiel? Es würde mich einfach mal interessieren. 12 Sekunden habe ich in heißen Quellen verbracht. Naja. Sehr das Wiegenlied. Ah. Okay, aber erstmal wollte ich gucken, wie viele. Eins, zwei, drei, vier. Es waren 4.
Und jetzt nochmal ohne das Geklatter, einfach nur, weil wir es können? Und da geht es wieder von vorne los.